Hallo, ich bin's Carsten Stahlen. Ich bin der Gründer von Bündnis Kinderschutz und Stopp Mobbing. Und neben mir steht Marcel. Marcel Jenninger von? Kampf gegen Missbrauch in Holland. Ich könnte das auch nicht aussprechen. Ihr seht das jedenfalls hier. Und Marcel und ich und auch viele andere sind Bündnis Kinderschutz. Wir haben gemeinsam in Deutschland so viel Druck gemacht, dass das Handbuch für Pädophile in Deutschland endlich verboten wird. Und das muss es auch. Marcel hat das schon in Holland geschafft, in England geschafft und es muss noch viel mehr passieren. Es muss europaweit verboten werden und dafür kämpfen wir gemeinsam. Dass es in Brüssel verboten wird und dafür werde ich versuchen, auch mitzukämpfen, da ich gute Kontakte nach Österreich jetzt habe, auch in Österreich. Ein Handbuch für Pädophile und jetzt passt auf. Da ist es. 4 Ordner voll. Fast 1000 Seiten. Das ist das Handbuch für Pädophile. Es passt nicht in einen, du brauchst 4 Ordner dafür. Es hat mal angefangen mit 576 Seiten. Und jetzt ist es fast 1000 Seiten groß. All das Wissen von Pädophilen, die Kinder missbraucht haben und anderen beibringen wollen, wie sie Kinder missbrauchen. Das ist unmenschlich, beschämend, widerwärtig, pervers. Und das muss verboten werden. Und das haben wir geschafft. Es war nicht die Politik, es war der Kinderschutz und dann die Politik mit uns gemeinsam. Gemeinsam zum Schutz der Kinder. Und das haben wir erreicht. Und dafür danke ich dir für deinen Kampf seit vielen Jahren gegen Missbrauch von Kindern. Und dass wir das gemeinsam gemacht haben. Und wir werden noch viel mehr bewegen. Deswegen haben wir unsere Vereinigungen zusammengelegt als Bündnis, um gemeinsam noch viel mehr zu erreichen. Marcel, wie fühlt sich das an, dass es jetzt in Deutschland verboten Super, wird? Super, toll. Auch du, danke dafür, dass wir es zusammen geschafft haben, dass wir das verboten haben. Das freut uns. Ich danke dir. Aber da gehören ja natürlich noch ein paar andere zu. Die wollen wir dabei nicht vergessen, weil man braucht die Politik. Auch wenn der ein oder andere manchmal denkt, die Politik, die sind alle, naja, ein bisschen verschoben. Gibt's viele, das stimmt. Aber, und deswegen möchte ich hier mit diesem Video der CSU im Bundestag danken. Und ganz speziell möchte ich Alexander Hoffmann danken, Jan Marco Lukschak, Falko Lieke, Silvia Pantel und Mike Beermann und Christoph Bernstiel. Alles Politiker, die uns mit unterstützt haben, dass dieses Handbuch verboten wird. Aber es muss noch mehr geschehen. Das habe ich gestern schon gesagt, ich sage es hier und heute nochmal. Das reicht nicht, weil es ist verboten, das Handbuch zu besitzen und dafür wird man bestraft. Aber die Vermarktung, die Verbreitung soll im Moment nur mit einer Geldstrafe bestraft werden. Und das akzeptieren wir nicht. Wir fordern eine hohe Mindestfreiheitsstrafe, weil wir die Kinder schützen und nicht die Täter. Kinderschutz ist unverhandelbar. Da diskutieren wir gar nicht. Dafür kämpfen wir. Und Kinderschutz geht uns alle an. Euch wie uns und die Politik und die ganze Gesellschaft. Marcel, wir haben es geschafft. Und wir kämpfen weiter. Für euch, für eure Kinder und für die Zukunft in unseren Gesellschaften. Ob in Holland, in Deutschland, Österreich oder sonst wo. Weltweit. Kinderschutz kennt keine Grenzen. Und wir kennen sie auch nicht. Danke.